Der Signalwärter. Eine Geschichte von Charles Dickens. Wie immer gelesen und natürlich editiert und kommentiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Hallo? Hallo? Hallo da unten? Als er meine Stimme so rufen hörte, stand er in der Tür seiner Hütte und hatte die Flagge, die um ihren kurzen Stab gewickelt war, in der Hand. Wenn man die Örtlichkeiten um ihn herum bedenkt, sollte man meinen, dass er keinen Zweifel haben sollte, woher die Stimme kam. Aber statt nach oben zu schauen, wo ich am höchsten Punkt des steilen Einschnittes stand, fast genau über seinem Kopf, drehte er sich um und spähte die Gleise hinunter. Die Art und Weise, wie er dies tat, hatte etwas Bemerkenswertes. Auch wenn ich für mein Leben nicht sagen kann, was genau es war. Auf jeden Fall war es bemerkenswert genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Obwohl seine Gestalt perspektivisch verzerrt und überschattet war, während ich hoch über ihn stand, durchdrungen vom Leuchten eines düsteren Sonnenuntergangs und meine Augen mit der Hand abdunkelnd, um ihn überhaupt sehen zu können. Hallo? Hey, hallo, da unten! Er wandte seinen Blick von den Gleisen ab, drehte sich erneut um, hob die Augen und sah meine Umrisse über sich. Gibt es einen Weg zu Ihnen hinunter, dass wir reden können? Er sah zu mir hoch, ohne zu antworten. Und ich schaute hinunter zu ihm, ohne ihn mit einer Wiederholung meiner müßigen Frage unter Druck zu setzen. In diesem Moment erfüllte eine leise Vibration die Erde. Und die Luft verwandelte sich schnell in ein heftiges Pulsieren. Ein sich näherndes, anschwellendes Geräusch ließ mich zurücktreten, als ob es die Kraft hätte, mich nach unten zu ziehen. Als der Dampf, der von diesem schnellen Zug zu mir hinaufwehte, vorbeigezogen war und sich über die Landschaft verteilte, schaute ich erneut hinunter und sah, wie er die Flagge, die er gezeigt hatte, als der Zug vorbeifuhr, wieder einrollte. Ich wiederholte meine Bitte. Nach einer Pause, während der er mich mit höchster Aufmerksamkeit fixierte, zeigte er mit seiner Flagge auf einen ungefähr 200 Meter entfernten Punkt auf meiner Ebene. Ich rief hinunter, gut, und machte mich zu dieser Stelle auf. Dort angekommen, schaute ich mich sehr genau um und fand einen in den Stein gehauenen, im Zickzack nach unten führenden Pfad, dem ich folgte. Der Einschnitt war extremst tief und ungewöhnlich eng. Er war durch klammes Gestein getrieben worden, das schlammiger und nasser wurde, je weiter ich nach unten kam. Der Weg war lang genug, um mir in Erinnerung zu rufen, dass er mir diesen Weg mit einem deutlich spürbaren Widerstreben oder Zwang gezeigt hatte. Als ich auf dem Zickzackabstieg tief genug unten war, um ihn wiederzusehen, erkannte ich, dass er zwischen den Schienen stand, auf denen der Zug soeben vorbeigefahren war, und eine Haltung angenommen hatte, als ob er auf mein Erscheinen warten würde. Er hatte die linke Hand an seinem Kinn und der linke Ellbogen ruhte auf seiner rechten Hand, die über seiner Brust gekreuzt war. Die Haltung war so erwartend und gleichzeitig wachsam, dass ich für einen Moment anhielt und mich wunderte. Ich nahm meinen Weg nach unten wieder auf und als ich auf der Ebene der Eisenbahn heraustrat und mich ihm zuwandte, sah ich, dass er ein dunkler, teigiger Mann mit dunklem Bart und ziemlich dicken Augenbrauen war. Sein Posten lag in einem so abgelegenen und üblen Platz,
wie ich ihn selten gesehen hatte. Auf jeder Seite stand eine tropfnasse, schroffe Felswand, die nur einen schmalen Streifen Himmel freiließ. Die Aussicht zu der einen Seite war nur eine verzerrte Verlängerung dieses Verlieses. Auf der anderen Seite endete die Sicht in einem roten Licht und dem düsteren Loch eines schwarzen Tunnels, dessen massive Architektur eine barbarische, deprimierende und abstoßende Aura hatte. In diesen Flecken Erde schien so wenig Sonnenlicht, dass er einen erdigen, tödlichen Geruch hatte. Und es wehte hier ein so kalter Wind, dass mich ein Schaudern überkam, als hätte ich die normale Welt verlassen. Ich war schon so nah an ihm dran, dass ich ihn berühren hätte können, als er sich erst regte. Er tat einen Schritt zurück. Er hob seine Hand und nahm dabei nicht mal seine Augen von den meinen. Das war ein ganz schön einsamer Posten, den er da hatte, sagte ich. Und er hätte meine Aufmerksamkeit erregt, als ich von da oben hinunterschaute. Besucher waren eher selten, vermutete ich. Aber keine unwillkommene Seltenheit, hoffe ich. Ich sei nur ein Mann, der immer in engen Grenzen gelebt hatte und nun, da er endlich frei war, ein großes Interesse an diesen großartigen Dingen hatte. In dieser Art sprach ich zu ihm. Aber ich bin nicht mal annähernd sicher, was ich genau sagte. Denn neben der Tatsache, dass ich nicht gerne eine Unterhaltung eröffne, war da etwas an diesem Mann, das mich einschüchterte. Ich warf dem roten Licht am Eingang des Tunnels einen höchst merkwürdigen Blick zu und sah es prüfend an, als ob etwas fehlen würde. Dann schaute er mich an. War das Licht Teil seiner Aufgabe oder nicht? Er antwortete mit gedämpfter Stimme: Wissen Sie das nicht? Als ich genau in die starrenden Augen und das finstere Gesicht blickte, kam mir der ungeheure Gedanke, dass dies kein Mensch, sondern ein Gespenst war. Ich habe seither immer wieder spekuliert, ob sein Verstand verwirrt war. Nun war ich an der Reihe, einen Schritt zurückzutreten. Aber als ich dies tat, entdeckte ich in seinen Augen sofort eine unterschwellige Angst vor mir. Der Gedanke an ein Gespenst verblasste sofort. »Sie sehen mich an«, sagte ich mit einem gezwungenen Lächeln, »als ob Sie mich fürchten würden.« »Ich habe gezweifelt«, erwiderte er, »ob ich Sie schon einmal gesehen habe.« »Wo?« Er zeigte auf das rote Licht, das er angeschaut hatte. »Dort?« frug ich. Er beobachtete mich aufmerksam und antwortete, »Ja.« »Mein lieber Freund, was sollte ich dort tun?« »Nun, sei dies, wie es mag. Ich bin dort zumindest nie gewesen. Darauf können Sie sich verlassen, guter Herr.« »Ich denke, das kann ich«, stimmt er zu. »Ja, ich bin mir sicher, dass ich das kann.« Seine Anspannung legte sich, genau wie die meine. Er antwortete bereitwillig und mit wohlgewählten Worten auf meine Bemerkungen. Ob er hier viel zu tun habe? Ja, was bedeutete, dass er genug Verantwortung zu tragen hatte. Genauigkeit und Aufmerksamkeit waren, was von ihm erwartet wurde. Aber tatsächliche Arbeit, also Arbeit mit den Händen, die hatte er fast gar nicht. Das Signal zu wechseln, die Lampen instand zu halten und hin und wieder diesen eisernen Stab zu schwenken, war alles, was er hier zu tun hatte. Bezüglich der vielen, langen und einsamen Stunden, von denen er reichlich hatte, konnte er nur sagen, dass sich der Ablauf seines Lebens entsprechend gewandelt und er sich daran gewöhnt hatte. Er hatte sich hier unten eine eigene Sprache gelehrt. Er hatte seine eigenen, groben Regeln der Betonung entwickelt. So könnte man das bezeichnen. Er hatte auch mit Brüchen und Dezimalzahlen gearbeitet und sogar ein wenig Algebra versucht.
aber er war schon als kleiner Junge immer schlecht mit Zahlen. Ob es für ihn notwendig war, während seines Dienstes immer in diesem Kanal voller feuchter Luft zu sein und ob er nie aus diesen hohen, steinernen Mauern hinauf ins Sonnenlicht klettern konnte. Nun, das hinge von der Zeit und den Umständen ab. Manchmal war auf der Eisenbahnlinie weniger los als sonst, was auch für bestimmte Tag- und Nachtstunden galt. Bei schönem Wetter suchte er sich Gelegenheiten, um etwas aus diesem tiefen Schatten herauszukommen. Da er aber immer damit rechnen musste, von seiner elektrischen Glocke gerufen zu werden und bei diesen Gelegenheiten doppelt so angespannt darauf lauschte, war die tatsächliche Erholung weniger, als ich erwarten würde. Er nahm mich mit in sein Häuschen, wo es ein Feuer gab, einen Tisch für ein offizielles Buch, in das er bestimmte Eintragungen zu machen hatte, einen Telegraphen mit Wählscheibe und Nadeln, sowie die kleine Glocke, von der er geredet hatte. Vertrauensvoll bat ich ihn, die Bemerkung zu entschuldigen, dass er eine gute Bildung genossen hatte. Und, ich hoffte, ihn damit nicht zu beleidigen, vielleicht zu gebildet war für diese Arbeit. Worauf er bemerkte, dass es in großen Menschenansammlungen grundsätzlich kaum an Beweisen für diese Weisheit mangeln dürfte. Er hatte gehört, dass dies in Arbeitshäusern, bei der Polizei, ja, selbst im letzten verzweifelten Zufluchtsort der Armee so sei. Und mehr oder weniger war dies auch bei der Belegschaft der Eisenbahn der Fall. Als er jung war, als ob ich das glauben könnte, so in dieser Hütte sitzend, das kann er doch nicht ernst meinen, sei er ein Student der Naturphilosophie und in vielen Vorlesungen gewesen. Aber er hatte sich herumgetrieben, seine Möglichkeiten missbraucht, war gefallen und nie wieder hochgekommen. Aber er wolle sich nicht beschweren. Er hatte sich sein Bett bereitet und lag nun darauf. Es war viel zu spät, ein neues zu bereiten. Alles, was ich hier zusammengefasst habe, sagte er in ruhigem Ton. Und seine ernsten, dunklen Bemerkungen konnte nur das Feuer und ich hören. Ab und an flocht er das Wort Sir in seine Sätze ein. Besonders, wenn er auf seine Jugend Bezug nahm. Als ob er mir zu verstehen geben wollte, dass er nichts lieber sein würde als das, was ich vor mir sah. Mehrfach unterbrach ihn die kleine Glocke und er musste Nachrichten ablesen und Antworten senden. Einmal musste er zur Tür hinaus, einem vorbeifahrenden Zug eine Flagge zeigen und mit dem Zugführer einige Worte wechseln. Ich bemerkte, dass er die Aufgaben aufmerksam ausführte. Seine Ausführungen in der Silbe abbrach und still blieb, bis getan war, was er zu tun hatte. Kurz gesagt, hätte ich diesen Mann als die beste Wahl für die Anstellung hier unten empfehlen können. Wäre dann nicht der Umstand gewesen, dass er zweimal sein Gespräch mit mir unterbrach, ihm die Farbe aus dem Gesicht wich, er dieses der kleinen Glocke zuwandte, als diese nicht klingelte, die Tür der Hütte öffnete, die normalerweise geschlossen blieb, um die ungesunde Feuchtigkeit auszuschließen, und auf das rote Licht in der Nähe des Tunneleinganges schaute. Beide Male kam er zum Feuer zurück, mit dieser unerklärlichen Aura um ihn herum, die ich schon bemerkt hatte, aber nicht definieren konnte, als wir noch so weit auseinander standen. Als ich mich erhob, um ihn zu verlassen, sagte ich, fast haben sie mich glauben lassen, dass ich einen zufriedenen Mann getroffen habe. Ich muss wohl zugeben, dass ich ihn damit in die Falle locken wollte. Ich glaube, es war einmal so, stimmte er in der gedämpften Stimme, mit der er zuerst gesprochen hatte, zu. Aber ich bin verwirrt, Sir. Ich bin verwirrt.
Er hätte diese Worte zurückgenommen, wenn er dies gekonnt hätte. Aber nachdem er sie gesagt hatte, nahm ich den Faden schnell auf. Weswegen? Was beunruhigt Sie? Das ist sehr schwer zu vermitteln, Sir. Es ist sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen. Wenn Sie mich je noch einmal besuchen sollten, werde ich versuchen, davon zu erzählen. Ich beabsichtige in jedem Fall, Sie noch einmal zu besuchen. Sagen Sie, wann das sein soll. Ich höre früh am Morgen auf und werde um 10 morgen Nacht wieder hier sein, Sir. Abgemacht, dann komme ich um 11. Er dankte mir und ging mit mir zur Tür hinaus. Ich werde das weiße Licht halten, Sir, sagte er mit seiner merkwürdigen, gedämpften Stimme, bis Sie den Weg hinaufgefunden haben. Wenn Sie ihn gefunden haben, dann rufen Sie nicht. Und wenn Sie oben angekommen sind, rufen Sie auch nicht. Sein Gebaren ließ mir diesen Ort noch kälter erscheinen. Aber ich sagte nur, sehr gut. Und wenn Sie morgen Nacht herunterkommen, rufen Sie nicht. Moment, warten Sie. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen. Warum haben Sie heute... Hallo? Hallo, da unten? Gerufen. Tja, weiß der Himmel, sagte ich. Ich rief so etwas. Nicht so etwas, Sir. Das waren genau die Worte. Ich kenne sie gut. Ich gebe zu, das waren genau die Worte. Ohne Zweifel habe ich sie gesagt, weil ich sie hier unten sah. Aus keinem anderen Grund? Welchen anderen Grund sollte ich gehabt haben? Sie haben nicht das Gefühl, dass Ihnen diese Worte auf übernatürlichem Weg übermittelt worden waren? Wie bitte? Nein! Er wünschte mir eine gute Nacht und hielt sein Licht hoch. Ich lief entlang der Gleise zurück, mit dem sehr ungemütlichen Gefühl, dass sich hinter mir ein Zug näherte, bis ich den Pfad gefunden hatte. Er war einfacher auf, als abzusteigen. Und ich gelangte ohne weitere Vorkommnisse zu meinem Gasthof zurück. In der nächsten Nacht platzierte ich meinen Fuß pünktlich für meine Verabredung in der ersten Kerbe des Zickzackkurses, als die Uhr in der Ferne 11 schlug. Er wartete unten auf mich und hatte sein weißes Licht eingeschaltet. »Ich habe nicht gerufen«, sagte ich, als ich bei ihm stand. »Darf ich jetzt sprechen?« »Auf jeden Fall, Sir.« »Dann guten Abend. Und hier ist meine Hand.« »Guten Abend, Sir. Und hier ist die meine.« Danach gingen wir Seite an Seite zu seiner Hütte, betraten diese, schlossen die Tür und saßen uns beim Feuer hin. »Ich habe mich entschlossen, Sir.« Begann er, beugte sich, sobald wir saßen, nach vorne und sprach in einem Tonfall, der nur wenig mehr war als ein Flüstern. Dass Sie mich kein zweites Mal fragen müssen, was mich so verwirrt. Ich habe Sie gestern Abend mit jemandem verwechselt. Das beunruhigt mich. Dieses Versehen? Nein, diese andere Person. Wer ist das? Das weiß ich nicht. Jemand, der mir ähnelt? Das weiß ich nicht. Ich habe nie das Gesicht gesehen. Sein linker Arm liegt über dem Gesicht und er winkt mit dem rechten Arm. Winkt sehr heftig. So etwa. Ich folgte seiner Bewegung mit meinen Augen. Es war die Bewegung eines mit unglaublicher Leidenschaft und Vehemenz gestikulierenden Armes, die die Bedeutung »Um Gottes Willen, gebt den Weg frei!« in einer mondbeschienenen Nacht, sagte der Mann, saß ich hier, als ich eine Stimme rufen hörte. Hallo! Hallo da unten! Ich schreckte auf, schaute aus der Tür und sah diesen jemand bei dem roten Licht in der Nähe des Tunnels stehen und winken, so wie ich es gerade gezeigt hatte. Die Stimme schien bereits heiser zu sein vom Schreien und rief, aufpassen! Und dann wieder, hallo! Hallo da unten!
Aufpassen! Ich nahm meine Lampe, schaltete sie auf Rot und rannte der Gestalt rufend entgegen. Was ist los? Was ist passiert? Wo? Er stand knapp außerhalb der Dunkelheit des Tunnels. Ich kam ihm so nahe, dass ich mich darüber wunderte, dass er immer noch den Ärmel über seine Augen hielt. Ich rannte zu ihm hin, streckte meine Hand aus, um den Ärmel wegzuziehen, als er plötzlich verschwunden war. In den Tunnel? Frug ich. Nein, ich rannte in den Tunnel. Vielleicht 400 Meter. Schielte an. Hielt die Lampe über meinem Kopf, sah die Zahlen der gemessenen Entfernung und die nassen Flecken, die sich an den Wänden zeigten und aus denen es von der Decke tropfte. Ich rannte schneller hinaus, als ich hineingerannt war, denn mich hatte ein gewaltiges Grauen vor diesem Orte gepackt. Schaute mich rund um das rote Licht mit Hilfe meines eigenen roten Lichtes um, kletterte die eiserne Leiter zu der Plattform drüben hinauf, kam wieder herunter und rannte hier zurück. Ich telegrafierte sofort. Ich habe einen Alarm gehört. Stimmt etwas nicht? Die Antwort kam sofort. Alles in Ordnung. Ich widerstand der leisen Berührung eines eiskalten Fingers, der meinen Rücken entlang fuhr, und versuchte dem Wärter zu beweisen, dass diese Gestalt eine Sinnestäuschung gewesen sein muss und dass diese Gestalten, die ihren Ursprung in einer Krankheit der feinen Nerven haben, welches die Funktion des Auges unterstützen, dafür bekannt sind, bei verwirrten Patienten aufzutreten. Einige waren sich der Charakter ihrer Beschwerden sogar bewusst und hatten dies durch Experimente mit sich selbst bewiesen. Was diesen eingebildeten Schrei angeht, sagte ich, hören Sie doch nur einen Moment lang, während wir so leise reden, dem Wind in diesem unnatürlichen Teil zu, der die wilde Harfe auf den Telegraphendrähten zu spielen scheint. Das sei alles schön und gut, gab er zurück, nachdem wir eine Weile gelauscht hatten. Und dass er eigentlich Bescheid wisse über den Wind und die Drähte. Er, der schon so oft alleine und aufmerksam die langen Winternächte hier verbracht hatte. Aber er wollte gerne anmerken, dass er noch nicht geendet hatte. Ich bat um Verzeihung. Und er fügte langsam, meinen Arm berührend, diese Worte hinzu. Binnen 6 Stunden nach dieser Erscheinung passierte der schreckliche Unfall auf dieser Linie. Und binnen 10 Stunden wurden die Toten und Verwundeten aus dem Tunnel genau über den Fleck getragen, auf dem die Gestalt gestanden war. Ein unangenehmes Schaudern kroch in mir hoch. Aber ich setzte mich ihm, so gut ich vermochte, entgegen. Man könne nicht verleugnen, stimmte ich ihm zu, dass dies ein bemerkenswerter Zufall war, der seinen Verstand natürlich tief beeindruckt hatte. Aber es stand außer Frage, dass es ständig bemerkenswerte Zufälle gab und dass man diese immer berücksichtigen musste, wenn man ein solches Vorkommnis betrachtete. Obwohl ich zugeben müsse, fügte ich hinzu, denn ich glaubte, dass er gleich diesen Einwand bringen würde, dass Menschen mit gesundem Verstand Zufällen selten Spielraum bei der Kalkulation ihres Lebens lassen. Erneut bat er darum, anmerken zu dürfen, dass er noch nicht geendet hatte. Wieder bat ich um Entschuldigung dafür, dass ich mich zu einer Unterbrechung verleiten habe lassen. Dies, sagte er, legte erneut seine Hand auf meinen Arm und schaute mit leeren Augen über seine Schulter, passierte erst vor einem Jahr. Es ging 6 oder 7 Monate ins Land und ich hatte mich gerade von meiner Überraschung und meinem Schock erholt, als ich eines Morgens bei Tagesanbruch an der Tür stand, zu dem roten Licht schaute und diesen Geist erneut wahrnahm. Er hörte auf zu erzählen und fixierte mich. Hat er wieder gerufen? Nein. Er war still. Hat er mit dem Arm gewunken? Nein. Er lehnte gegen den Lichtmast
und hatte beide Hände vor dem Gesicht. So. Wieder folgte ich seinen Bewegungen mit den Augen. Es war eine Bewegung der Trauer. Ich hatte ähnliche Haltungen bereits in steinernen Figuren auf Gräbern gesehen. Sind Sie zu ihm hingegangen? Ich ging hier hinein und setzte mich, teilweise um meine Gedanken zu sammeln, teilweise, weil es mich fast ohnmächtig werden ließ. Als ich zurück zur Tür ging, stand das Tageslicht hell über mir und der Geist war weg. Und was folgte dann? Etwa nichts? Er berührte meinen Arm 2 oder 3 Mal mit seinem Zeigefinger und nickte jedes Mal dabei auf eine gespenstische Art und Weise. An jenem Tag bemerkte ich, als ein Zug aus dem Tunnel kam, hinter dem Fenster eines Eisenbahnwagens auf meiner Seite, ein Wirrwarr aus Händen und Köpfen und jemand, der winkte. Ich saß gerade noch rechtzeitig, um den Zugführer Stopp zu signalisieren. Er stellte die Maschine ab, bremste, aber der Zug fuhr von hier aus noch 150 Meter oder sogar mehr weiter. Ich rannte ihm nach und hörte dabei schreckliche Schreie und Rufe. Eine schöne, junge Lady war augenblicklich in einem Abteile verstorben, hier hereingebracht und auf den Boden zwischen uns gelegt worden. Unwillkürlich zog ich meinen Stuhl zurück, während ich von den Brettern, auf die er zeigte, wieder zu ihm zurückschaute. Wahrlich, Sir, wahrlich. Genau wie es passiert ist, so habe ich es Ihnen erzählt. Mir fiel aus irgendeinem Grund nichts ein, was ich sagen konnte. Und mein Mund war sehr trocken. Der Wind und die Geräte nahmen die Geschichte mit einem langen, lamentierenden Heulen auf. Er fuhr fort. Nun, Sir, hören Sie weiter zu und beurteilen Sie selbst, wie verwirrt mein Verstand ist. Der Geist kam eine Woche später zurück. Und seither war er immer wieder da. Dann und wann. Unregelmäßig. Beim Licht? Beim Gefahrenlicht. Was scheint er zu tun? Er wiederholte, mit noch mehr Leidenschaft und Vehemenz, falls dies überhaupt möglich war, die erste Gebärde, die besagte: Um Himmels Willen, gib den Weg frei! Dann fuhr er fort. Ich kann deswegen keinen Frieden oder Ruhe finden. Er ruft mir mehrere Minuten lang und mit gequälter Stimme zu. Da unten! Pass auf! Pass auf! Er steht da und winkt mir zu. Er lässt meine Glocke erklingen. Dies schnappte ich auf. Hat er Ihre Glocke gestern Abend, als ich da war und Sie zur Tür gegangen sind, erklingen lassen? 2 Mal. Nun sehen Sie, sagte ich, wie ihre Einbildungskraft sie in die Irre führt. Meine Augen lagen auf der Glocke und meine Ohren waren offen dafür. Und ich bin ein lebender Mensch. Sie hat während dieser Zeit nicht geklingelt. Nein, weder dann noch zu einer beliebigen anderen Zeit. Außer, wenn sie durch den natürlichen Verlauf physikalischer Dinge von der Station, mit der sie kommunizieren, betätigt wurde. Er schüttelte seinen Kopf. Mir ist da kein Fehler unterlaufen, Sir. Ich habe nie das Klingeln des Geistes mit dem eines Menschen verwechselt. Das Klingeln des Geistes ist mehr eine sonderbare Vibration in der Glocke. Und ich konnte noch nicht feststellen, dass sich die Glocke für das menschliche Auge bemerkbar bewegte. Ich wundere mich darüber, dass sie es nicht gehört haben. Aber ich habe es gehört. Und schien das Gespenst da zu sein, als sie hinausgeschaut haben? Es war da. Beide Male? Er wiederholte fest. Beide Male. Möchten Sie mit mir zur Tür kommen und jetzt danach Ausschau halten? Er biss auf seine Unterlippe, als ob er unwillig wäre. Er hob sich aber doch. Ich öffnete die Tür und stand auf der Stufe, während er im Eingang stand. Dort
war das Gefahrenlicht. Dort war der düstere Eingang des Tunnels. Dort waren die hohen, nassen Steinwände der Senke. Und dort waren die Sterne über uns. Sehen Sie ihn jetzt? Frug ich, ihn beobachtend, besonders seinen Gesichtsausdruck. Seine Augen traten hervor und wirkten angestrengt, aber auch nicht mehr als meine eigenen, wenn ich sie auf diese Stelle gerichtet hätte. Nein, antwortete er. Er ist nicht da. Einverstanden, sagte ich. Wir gingen zurück hinein, schlossen die Tür und setzten uns wieder hin. Ich dachte darüber nach, wie ich nun das meiste aus diesem Vorteil, falls es überhaupt einer war, machen konnte. Als er die Unterhaltung wie selbstverständlich wieder aufnahm, damit fortsetzte, dass es zwischen uns keine Diskussion über Tatsachen gab und mich damit in die schwächste aller Positionen manövrierte. »Nun werden Sie sicher in Gänze verstehen, Sir«, sagte er, »dass das, was mich so schrecklich beunruhigt, die Frage ist, was will mir das Gespenst sagen?« Ich sagte ihm, dass ich mir nicht sicher war, ob ich ihn verstanden hätte. »Vor wem oder vor was will er mich warnen?« sinnierte er, die Augen auf das Feuer gerichtet und sich nur ab und an nach mir umdrehend. »Was ist die Gefahr? Wo lauert die Gefahr?« »Sie schwebt irgendwo drohend über der Eisenbahnstrecke. Eine große Katastrophe wird passieren. Dieses dritte Mal darf ich nicht an ihm zweifeln, nicht nach allem, was zuvor passiert ist. Ganz sicher werde ich grausam heimgesucht. Was kann ich nur tun?« Er zog sein Taschentuch heraus und wischte sich Tropfen von seiner erhitzten Stirn. »Wenn ich Gefahr telegrafiere, nur nach einer Seite oder nach beiden, kann ich dies nicht begründen«, fuhr er fort und trocknete sich die Handflächen ab. »Ich bekäme Schwierigkeiten und würde nur Unruhe stiften. Sie würden glauben, ich sei verrückt. So würde es passieren. Nachricht. Gefahr, aufpassen. Antwort. Was für eine Gefahr, wo? Nachricht. Keine Ahnung, aber um Himmels Willen, passt auf!« »Stell man sich doch mal vor, Sie würden mich ersetzen. Was könnte ich noch tun?« Seine Zerrissenheit war bejammernswert mit anzusehen. Es war die geistige Peinigung eines gewissenhaften Menschen, der über das Ertragbare hinaus von seiner unfassbaren Verantwortung, die er zu tragen hatte, bedrückt wurde. »Als er das erste Mal unter dem Gefahrennichte stand«, erzählte er weiter, strich sich seine dunklen Haare nach hinten und zog seine Hände an den Schläfen nach außen. Ein Ausdruck seines fieberhaften emotionalen Leidens. »Warum hat er mir nicht gesagt, wo der Unfall passieren würde, wenn er überhaupt passieren musste? Warum sagte er mir nicht, wie er zu vermeiden gewesen wäre? Falls er das überhaupt war, als er beim zweiten Mal auftauchen sein Gesicht verbarg, warum sagte er mir nicht stattdessen, sie wird sterben, lasst sie zu Hause bleiben? Wenn er jedes Mal nur gekommen ist, um mir zu zeigen, dass seine Warnungen echt waren und mich damit für die dritte vorzubereiten, warum kann er mich jetzt nicht offen warnen? Und das mir, Gott bewahre, einem einfachen armen Signalwärter auf einem abgelegenen Posten? Warum nicht jemanden mit mehr Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit?« Als ich ihn in diesem Zustand erblickte, erkannte ich, was nun für das Wohlergehen des armen Mannes als auch für die allgemeine Sicherheit das Wichtigste war. Ich musste seinen Verstand beruhigen. Daher ließ ich erstmal alle Fragen von Wirklichkeit und Unwirklichkeit außen vor und machte ihm klar, dass, wer auch immer ihn von seinen Pflichten entbinden wollte, sich das zweimal überlegen würde, da er seine Aufgaben vorbildlich erfülle.
wenn er auch diese verwirrende Erscheinung nicht verstand. Hier war ich wohl wesentlich überzeugender als bei dem Versuch, gegen seine Überzeugungen zu argumentieren und ihn davon abzubringen. Er wurde ruhig. Die fortgeschrittene Nacht beanspruchte nun seine Aufmerksamkeit. Ich verließ ihn um 2 Uhr morgens. Ich hatte angeboten, über die Nacht bei ihm zu bleiben, aber davon wollte er gar nichts wissen. Ich sehe keinen Grund zu verleugnen, dass ich beim Aufstieg aus der Senke nicht nur einmal auf das rote Licht zurückgeblickt habe. Dass es mir überhaupt nicht gefiel und dass ich definitiv schlecht geschlafen hätte, wäre mein Bett darunter gestanden. Auch die beiden Sequenzen mit dem Unfall und der toten Frau gefielen mir nicht. Auch das brauche ich nicht zu leugnen. Den größten Teil meiner Überlegungen beanspruchte aber die Abwägung, wie ich, der Empfänger dieser Enthüllung, reagieren sollte. Ich war mir sicher, dass der Mann intelligent, tapfer, genau, ja sogar akribisch war. Aber wie lange würde er bei diesem Geisteszustand so bleiben? Obwohl er natürlich nur in einer untergeordneten Stellung arbeitete, setzte man in ihm doch größtes Vertrauen. Und würde ich mein Leben in die Waagschale werfen, um herauszufinden, ob er seine Arbeit immer noch mit höchster Präzision ausführen konnte? Ich kam um das Gefühl nicht herum, dass es heimtückisch wäre, wenn ich das, was er mir verraten hatte, seinen Vorgesetzten mitteilen würde. Zumindest ohne vorher offen mit ihm zu reden. Und ihm einen Mittelweg vorzuschlagen. Ich beschloss für mich, ihm anzubieten, ihn zum besten Arzt hier in der Gegend zu begleiten und dessen Meinung zu hören. Oder sein Geheimnis bis auf Weiteres zu bewahren. Er hatte mich davon in Kenntnis gesetzt, dass in der nächsten Nacht ein Schichtwechsel erfolgen würde und er 1 oder 2 Stunden nach Sonnenaufgang Dienstschluss hätte und erst wieder nach Sonnenuntergang zurückkehren müsse. Ich hatte mich entschlossen, entsprechend zurückzukehren. Der nächste Abend war herrlich und ich ging früh genug los, um ihn noch zu genießen. Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen, als ich den Feldweg am oberen Rand der tiefen Senke entlangschritt. Ich sagte mir, dass ich meinen Spaziergang um 1 Stunde verlängern sollte. 1/2 Stunde hin und 1/2 Stunde wieder zurück, um dann zu der Hütte meines Signalwärters zu gehen. Bevor ich meine Wanderung wieder aufnahm, ging ich zum Rand des Abgrundes und schaute unwillkürlich von der Stelle, von der ich ihn das erste Mal gesehen hatte, hinunter. Ich kann kaum den Nervenkitzel beschreiben, der mich erfasste, als ich am Eingang des Tunnels die Erscheinung eines Mannes sah, der seinen linken Ärmel über seine Augen hielt und wild mit dem rechten Arm winkte. Der namenlose Schrecken, der mich überkommen hatte, war Sekunden später wieder verschwunden. Denn ich hatte bemerkt, dass diese Erscheinung tatsächlich ein Mann war und dass nur wenige Meter weiter eine kleine Gruppe anderer Männer stand, denen offensichtlich die Geste, die er gemacht hatte, galt. Das Gefahrenlicht war noch nicht angeschaltet. Vor dem Pfosten stand eine kleine, niedrige Überdachung, die mir komplett neu war und die aus hölzernen Stützen und Zeltplanen gefertigt worden war. Sie schien mir kaum größer als ein Bett. Mit dem unwiderstehlichen Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte, das einschießende Gefühl eines Selbstvorwurfs und der Angst, dass ein schlimmes Unglück passiert war, weil ich den Mann dort gelassen und nicht dafür gesorgt hatte, dass jemand überwachte und korrigierte, was er tat, stieg ich den schattigen Weg hinunter, so schnell ich konnte. »Was ist passiert?« frug ich die Männer. »Ein Signalwärter wurde heute Morgen getötet, Sir. Aber nicht der Mann, der in dieser Hütte gearbeitet hat.« »Doch, Sir. Nicht der Mann, den ich kannte.« »Sie werden ihn erkennen, Sir,
wenn es ihr Bekannter war, sagte einer der Männer, der für die anderen sprach. Ernst sein Haupt entblößte und ein Ende der Zeltplane anhob. Sein Gesicht ist ziemlich in Ordnung. Oh, wie konnte das passieren? Wie ist das passiert? Frug ich und wandte mich von einem zum anderen, während die Plane wieder zugezogen wurde. Ein Zug hat ihn überfahren, Sir. Niemand in England verrichtete seine Arbeit besser. Aber irgendwie stand er direkt auf dem Gleis. Es passierte am helllichten Tag. Als der Zug aus dem Tunnel kam, stand er mit dem Rücken dazu und wurde überfahren. Der Mann dort ist gefahren und hat uns gezeigt, wie es passiert ist. Erzähl es dem Gentleman, Tom. Der Mann, der derbe, dunkle Kleidung trug, ging zurück zum Eingang des Tunnels, wo er vorher gestanden hatte. Ich kam um die Kurve im Tunnel, Sir, sagte er. Ich habe ihn am Ende stehen sehen, als ob ich durch ein Teleskop sehen würde. Ich hatte keine Zeit, die Geschwindigkeit zu prüfen und wusste, dass er sehr vorsichtig war. Nachdem allerdings mein Pfeifsignal nicht zu beachten schien, schaltete ich es ab. Als wir auf ihn zurasten, rief ich ihm zu, so laut ich konnte. Was haben Sie gerufen? Ich rief, da unten! Aufpassen! Aufpassen! Um Gottes Willen, gebt den Weg frei! Ich erschreckte. Ach, es war schrecklich, Sir. Ich habe nicht aufgehört zu rufen. Ich habe den einen Arm vor die Augen getan, um nichts zu sehen, und bis zuletzt mit dem anderen gewunken. Aber es hatte keinen Zweck. Ohne diese Erzählung unnötig zu verlängern und einen der merkwürdigen Umstände mehr hervorzuheben als einen anderen, möchte ich zum Schluss doch die Tatsache erwähnen, dass die Warnung des Zugführers nicht nur die Worte beinhaltete, die den unglücklichen Signalwärter heimsuchten und die er mir gegenüber erwähnte, sondern auch die Worte, die ich, nicht er, zu seinen Gesten hinzugefügt hatte. Und zwar nur in meinem Kopf.